Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, wir gehen jetzt Richtung Kalaberg zum Hexensabbat. Wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlarit. Okay, alles klar. Aber vorher leveln wir natürlich unseren Charakter noch auf. Und da versagt meine Stimme, was uncool ist. Aber kein Problem, wir kriegen das alles hin. Sofort einen anderen Adrenalinpunkt hinzugefügt. Um 20% und plus 4% Adrenalin-Gewinn. Ja, machen wir. Finde ich super. Damit wir später hier noch den Wirbelwind-Barbaren spielen können. Ah ne, den Bluteneffekt, genau. Wie viel brauchen wir denn dafür noch? 4. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einen davon hier kaputt machen. Oh, wir können hier was auswählen. Plus 50 Vitalität. Zeichenintensität, Vitalität, Vitalität, Vitalität. Plus 5% Angriffskraft, 5%, 5%, 5%. 5%, alles 5%. Hm, 7%. 7%, 5%. Das hat auch 5%. Ja gut, ich würde mal sagen, wir nehmen hier einfach die 5% Angriffskraft. Und wuhu, Mutant. Dann geht's für uns los. Und vor allem in den Bereichen, wo wir jetzt uns mittlerweile befinden, da machen 5% schon nochmal einiges aus. Von daher würde ich sagen, das überlegene Katzensilberschwert gönnen wir uns einfach mal. Und die Katzenarmbrust. Gefährlich gerüstet. Das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Zahlreiche Fußspuren. Hier ist ein Haufen Bauern durchgezogen. Wuhu! Neblinge! Aberlach behauptet, dass Imlarits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Tarantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Aberlachs Schüler. Okay. Okay. Lass sie doch. Aber sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Wir setzen uns ans Feuer. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir. Alles klärchen. Dann gehen wir mal mit ihm mit. Und gucken mal, ob die Herren zu uns runterkommen. So. Kommen die ab und zu runter? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Du hast ein Tor erwähnt. Und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten. Sie kehren nie zurück. Doch, da
Das tun sie, fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Belen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Okay. Was wird denn gefeiert? Worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Warum brauchen die Herrinnen eure Kinder? Warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Stimmt. Wie sieht denn der Segen der Herrinnen aus? Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Wechseln wir das Thema. Ich hab genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Klingt nach einem Plan. Bereitet euch vor, denn ihr bereitet Guten Tag, Herr Waffenschmied. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du anzubieten. Wird jetzt nicht der obergrößte schlechthin sein, aber erstmal verkaufen wir das Katzensilberschwert. So, das brauchen wir ja nicht mehr. Genauso wenig wie die Armbrust. Gut, das sind alles kleine Runensteine. Das ist einfach nur leeres Pergament. Boah. Ist da. Ich muss mal wieder nach Novigrad zu unserem Meisterwaffenschmied schlechthin. Mal gucken, ob der noch ein paar gute Runen für uns zur Verfügung hat. Oh, ein Hirsch. Guck mal, ein Kind. Das ist nicht irgendein Kind. Ich kenne, er heißt Hansi. Ohohoho. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Was warst du denn überhaupt hier? Was machst du hier? Das letzte Mal waren du und die Mumen nicht gerade Freunde. Ich habe eine Einladung bekommen, die ich nicht ablehnen konnte, wie jedes Jahr. Auf ihre eigene Art respektieren die Mumen mich und wollen mich beim Sabbat dabei haben. Also gehe ich hin, bin dabei und gehe bei Sonnenaufgang wieder nach Hause. Und ihr? Wir suchen einen Weg auf den Gipfel. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Noch viel sturer. Sogar noch sturer. Wie geil.
Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Warum kriegen wir den Schlüssel nicht? Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir suchen einen Elfen namens Imlet. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Wir müssen es trotzdem versuchen. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Okay, klingt nach einem Plan. Das ist einfach nur ein Kaufmann, ne? Jawohl. Hallo Thekla. Wer ist das? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Okay. Klar, was ist das für eine Prüfung? Was ist das für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief. Die Wasser sind trüb. Klar, warum nicht? Ich stelle mich der Prüfung. Schon Schlimmeres gemacht. Komm. Die Alte ist echt creepy. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Alles klärchen. Wuhu! Warte, was? Liegt da noch was? Irgendwas ist los. Uhuhuhu.
Aha. Das ist gerade echt uncool. Huiuiuiui. Ah, Kacke. Haben wir irgendwas, womit wir unter Wasser atmen können? Ja, ich weiß, das fällt mir schwer, schnell ein. Nun erkennen Gifte. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Uhuhuhu. Leute, das war knapp. Das war mal echt knapp. Ja. Guten Tag. Verdammt. Okay. Lass mich mal eben hochkommen. Na komm her. Oh, uncool. Na komm. Und wer hält sich hier überhaupt in Unhold? Oh mein Gott. Okay, komm schon. Wir sind nicht mehr hypnotisiert, das ist schon mal gut. Nice. So, dann können wir noch mal eben schnell hier reinlatschen und gucken, was es hier noch gibt. Außer jede Menge Schrott. Oh well. Ja, wir müssen erstmal zu Thekla irgendwie wieder zurück. Schauen uns einfach mal um. Kann ja nicht schaden. Okay, wir sind hier vorne. Das heißt, hier kommen wir auch wieder hoch. Wunderbar, dann stecken wir dein Silberschwert weg. Jetzt, ich habe gesagt, steck dein Schwert weg. Ah, ich habe auf die falsche Seite gedrückt. Stimmt, ich habe gerade mein Stahlschwert rausgezogen. Well, well, well. Gut, gut. Hallo Thekla. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ach, du brauchst dir doch keine Sorgen machen. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Was ist auf dem Gipfel? Was ist auf dem Gipfel? Sag's ihm. Dort leben die Herrinnen. Aber nur die Auserwählten dürfen sie zu Gesicht bekommen. Das weiß ich. Ich will. Mehr wirst du hier nicht erfahren. Okay, hier ist die Münze. Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet.
Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Klingt nach einem Plan. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Oh, hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in höheren Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeuge hier erzählen. Na komm schon, Marika, dann zeig uns doch mal, wo das Tor ist. Wo kommst du denn jetzt her, Ciri? Wo hast du gerade noch... Ja, okay, sie krümmt Zeit und Raum und teleportiert sich irgendwo hin. Logisch. Knock, knock. Oh? Okay. So, guten Tag. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orion der Verächterin. Ein Todesurteil. Mhm. So. Okay. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Also ich weiß nicht, wo das ein harter Kerl war. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt, wir spielen nochmal. Nein. Imlerit ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein Aber. Gut. Sei vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Wow. Uiuiui, Ladebildschirm. Ich muss da runter. So, bevor wir jetzt allerdings weiter in den Berg vordringen, würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Pause. Ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sag einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.